Ein vollständiger Bericht, den müssen wir jetzt nicht einsammeln. Aber sie eben stand, dass da so ein so nach einsamer Landsitz aus. Ja, entweder ich bin zu blöde, die Quest richtig aufzurufen, oder es gibt keinen kein Quest-Tracker. Was sehr doof ist. Finde ich. Aufgeschissen, ey. Vielleicht bin ich auch immer nur zu blöd. Keine Ahnung. Wir haben sowieso nur noch eine Minute. Von daher ist es jetzt auch egal. Schnippen wir uns immer noch ein bisschen durch die Zombies. Also abschließend zu dem Spiel kann ich noch sagen, also was das ich jetzt bis jetzt gesehen habe und gespielt habe, gefällt mir sehr gut. Nur, wie gesagt, das ist halt immer so die Sache mit GW2 jetzt. Ich finde nämlich, an GW2 kommt dieses Spiel nicht ran. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. An dieses Spiel kommt es nicht ran, also an GW2 kommt dieses Spiel nicht ran, weil, ja, GW2 ist fast kostenlos. Man muss es halt nur einmal kaufen und es ist kostenlos. Und da kommt dieses Spiel nicht ran, weil es ja monatliche Kosten hat. Oder hat es monatliche Kosten? Ich weiß nicht, warum. Doch, monatliche Kosten hat es, oder? Ja. Monatliche Kosten hat dieses Spiel. Und das finde ich einfach, wo man sowas hat wie GW2, sowas hat wie GW2, dann ist das irgendwie überflüssig. Obwohl die Story und das Spiel ist, also das Spiel von der Story her und Gameplay her gefällt mir ganz gut. Vor allen Dingen mal dieses neumodische, so ein bisschen Left 4 Dead mäßige gerade. Und das als MMO, also das ist Respekt, ne? Aber wie gesagt, das ist halt die Sache mit GW2. Wäre dieses Spiel free to play, würde ich es auf jeden Fall noch weiterspielen. Definitiv. Oder wenn man es wenigstens noch anspielen könnte, so kostenlos 7 Tage testen oder sowas, dann würde ich es bestimmt auch noch mal anfangen. Einfach mal, um weiterzukommen, so. Ja, aber so, ja, ich weiß nicht. So lohnt sich das Spiel für mich jetzt persönlich nicht wirklich dafür noch Geld zu bezahlen, wo jetzt GW2 in den Startlöchern steht, wie gesagt. Das ist nicht wirklich sinnvoll. Aber die hauen wir noch um. Auf jeden Fall vom Gameplay her und von Grafik, von der Grafik her ist das Spiel wirklich super. Sieht super aus, finde ich. Und vom Gameplay her ist es auch, wie gesagt, mal was anderes. Und auch die Missionen sind auch anders. Nicht so die typischen Rennen dahin, hol dies, das, besorg dies, das, sondern so richtige Story-Missionen auch. Also, von daher, ist schon ganz schön gemacht. So, dann hole ich ihn noch um hier. Die alte, also die ist gar nicht mehr. So, gut. Dann verabschieden wir uns für heute mit diesem MMO angespielt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.